Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Sign am Start und heute gehen wir einmal das Thema Moonshiners Update und das Winter Update an. Wir gehen einmal die wichtigsten Änderungen des Moonshiners Updates an und dann gucken wir uns einmal das ganze Winter Update an. Wir schauen, was gekommen ist und was noch kommen wird. Im Großen und Ganzen wird das also ein Infovideo gepaart mit einigen Tests. Also, falls euch das interessiert, bleibt dran. Schauen wir uns doch als erstes einmal an, was alles neu ins Spiel hinzugefügt wurde. Und da haben wir gleich an erster Stelle die Rolle des Moonshiners, also des Schwarzbrenners. In dieser Rolle erwarten uns 20 Ränge, die wir hochleveln können und das Ganze kostet uns 25 Goldbarren. Dann haben wir als nächstes einmal den Outlaw Pass Nummer 2 und da haben wir 100 Ränge, die wir hochleveln können. Und da kostet uns das Ganze 40 Goldbarren. Und wie man hier schon sehen konnte, ich habe beide Rollen komplett hochgelevelt und meiner Meinung nach geht das Ganze wieder viel zu schnell. Keine Ahnung, was sich Rockstar dabei gedacht hat, jedoch hat man hier das Ganze innerhalb von wenigen Spielstunden komplett durchgezockt. Das ist auf jeden Fall eines der negativen Punkte, aber die negativen Punkte werden wir auf jeden Fall nachher nochmal ansprechen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der neuen Pferderasse. Dort haben wir jetzt unter Mehrzweckpferde den Norfolk Roadster. Diesen haben wir einmal als Rappe, als gefleckter Schimmel, als Rosenschimmel, als Pibalschimmel, in dreifarbig gepunktet und als getupfter Buckskin. Wobei die letzten beiden Pferde die Spitzenpferde dieser Rasse sind. Aber genauere Details und Tests wird es wahrscheinlich in einem separaten Video geben. Jetzt machen wir es weiter mit den neuen Waffen. Dort haben wir einmal den entflammbaren Schwarzgebrannten bekommen. Hier einmal eine kleine Waffendemonstration. Und das Ganze sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Man kann hier einige Spielereien mitmachen. Im Großen und Ganzen nichts, was man jetzt unbedingt haben muss, aber just for fun kann man sich das auf jeden Fall gönnen. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Waffe. Und da haben wir einmal den giftigen Schwarzgebrannten. Und hier habt ihr wieder eine kleine Vorführung. Diese Flasche bildet auf jeden Fall eine riesige Giftwolke. Diese hält auch recht lange an und die Wirkung ist auf jeden Fall richtig stark. Also man verliert recht schnell viel Leben. Und des Weiteren habt ihr dort auch eine schlechtere Sicht und könnt auch nicht mehr richtig zielen, seid somit auch nicht präzise, wenn ihr in seiner Wolke steht. Und weiter geht's mit dem Navy Revolver. Der Navy Revolver ist auf jeden Fall eine Wucht und macht extrem viel Schaden. In kurzen Tests habe ich hier auf jeden Fall einen Schadenswert hinbekommen, den ich normalerweise mit einem Bolt Action Gewehr geschafft habe. Also im Großen und Ganzen eine Waffe, die extrem stark ist, jedoch kann ich sagen, dass diese Waffe von der Feuerrate her nicht wirklich gut ist und die Präzision, naja, ist auch nicht das Beste. Und da wir hier schon beim Navy Revolver sind, machen wir doch weiter mit dem Navy Revolver und es gibt jetzt einen geheimen Navy Revolver und dabei handelt es sich um den Lowry's Revolver. Das waren jetzt auf jeden Fall sehr häufige Revolver und Navys, ich weiß. Aber der Lowry's Revolver hat auf jeden Fall von den statistischen Werten her die besten Werte aller Revolver im Spiel. Wieso? Ganz einfach, weil der Revolver schon, wenn ihr diesen gefunden habt, komplett schon aufgewertet ist, aufgebessert ist und ihr so auch nichts mehr an dieser Waffe ändern könnt. Jedoch sieht diese optisch richtig geil aus. Wie ihr diesen freischalten könnt, ganz einfach, da gibt es in GTA praktisch ein Mystery, ein Rätsel, den ihr lösen müsst. Und habt ihr diesen gelöst, könnt ihr hier in Red Dead an diesem Standpunkt, den ich euch jetzt zeige, diesen Revolver im Keller finden. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Änderung, die ich auf jeden Fall noch hilfreich finde. Madame Nazar ist jetzt auf der Karte sichtbar, wenn man etwas zum Kauf freigeschaltet hat. Und ich meine sogar, dass diese sichtbar wird, wenn man ein Set komplett zusammen hat. Also beobachtet das Ganze mal. Ich sehe Madame Nazar nämlich in letzter Zeit immer auf der Karte markiert. Und jetzt wird's erst richtig interessant. Machen wir doch weiter mit den wichtigsten Änderungen in diesem Spiel. Es wurden einige Fähigkeitskarten verändert,
verbessert und einige verschlechtert. Von den Patchnotes her wurden alle nur verbessert, jedoch gibt es auch eine Verschlechterung, die ich festgestellt habe. Und dabei handelt es sich um den God-Mode-Fähigkeitskarten-Set, ganz besonders die Fähigkeitskarte Fool Me Once. Also nicht nochmal. Mir ist aufgefallen, dass diese Fähigkeitskarte Fool Me Once nicht mehr so viel Schaden absorbiert, wie dies vor diesem Update gemacht hat. Denn diese Karte war dafür zuständig, dass unsere Gegner schon teilweise unsterblich waren, die diesen God Mode Set benutzt haben. Dieses Fähigkeitskartenset ist natürlich immer noch eine Wucht und da wir bei Fähigkeitskarten sind, werde ich euch jetzt oben rechts einen Link einblenden. Dort könnt ihr euch das Ganze einmal in aller Ruhe anschauen. Dort gibt es nämlich die besten Fähigkeitskartensets. Schauen wir uns das Ganze hier aber einmal in der Praxis an, stellen wir fest, dass wir jetzt in der Tat wirklich nicht mehr so viel einstecken und recht schnell tot sind, obwohl ich hier die Stufe 3 Tonikas getrunken habe. Somit eines der stärksten Arzneien und der stärksten Schlangenöle. Und zusätzlich war mein Kern auch noch golden und wir sehen's, ich sterbe recht schnell. Aber immer noch nicht so schnell wie ohne diese Fähigkeitskartenkombination. Zusätzlich haben die jetzt noch eine Änderung vorgenommen, dass man jetzt keine Tonikas mehr trinken kann, wenn man sein Dead Eye aktiviert hat. Das bedeutet, Dead Eye ist an, habt ihr jetzt alles ausgegraut, so wie man es hier in diesem Video sehen kann. Ihr könnt, solange euer Dead Eye an ist, keine Tonikas mehr nehmen. Und dadurch wurde natürlich dieser God Mode Set nochmal zusätzlich genervt. Des Weiteren könnt ihr jetzt auch keine Tonikas nehmen, wenn ihr angeschossen werdet. Das Ganze führe ich euch hier einmal vor. Ich werde angeschossen und ihr werdet sehen, dass dann alles ausgegraut ist, während ich angeschossen werde. Das Ganze hält 3 Sekunden lang an. Das bedeutet, werdet ihr angeschossen, könnt ihr 3 Sekunden lang keine Tonikas nehmen. Nun seid ihr gezwungen, in einem Gefecht euch Deckung zu suchen, um euch dort in Ruhe zu heilen. Jetzt kommen wir zu der Fähigkeitskarte Slippery Bastard, der aalglatte Bastard. Und dieser wurde meiner Meinung nach noch verbessert. Für die Leute, die diese Fähigkeitskarte nicht kennen, gibt es eine kurze Zusammenfassung. Habt ihr einen Gegner, der den aalglatten Bastard benutzt? Wenn er diesen aktiviert, könnt ihr euren Gegner nicht mehr präzise treffen. Ihr habt einen sehr großen Streuradius. So gut wie keine Schüsse werden mehr sitzen. Vor dem Moonshiners Update konnte man jedoch die Fähigkeitskarte Paint It Black benutzen. Die meisten Leute sollten diese Fähigkeitskarte kennen. Damit könnt ihr eure Gegner markieren und konntet damit auch den aalglatten Bastard markieren und jeder eurer Schüsse hat zu 100% gesessen. Jedoch ist es so, dass seit diesem Update jetzt praktisch der Streuradius-Effekt bei dem aalglatten Bastard auch vorhanden ist und das Ganze führe ich euch hier natürlich jetzt einmal vor. Ihr könnt es sehen, ich markiere hier meinen Gegner, schieße einmal und ihr seht, ich treffe diesen nicht. Ich wiederhole das Ganze einige Male und ihr könnt sehen, dass hier die Chancen sehr gering sind, dass ihr euren Gegner noch trifft. Selbst Painted Black ist also für den aalglatten Bastard nichts mehr. Somit Leute, schnappt euch den Lasso. Und weiter geht's mit der nächsten Fähigkeitskarte. Und hier haben wir die Karte auf kurzer Sicht. Und diese Fähigkeitskarte ist jetzt erst seit diesem Update so wirklich interessant geworden. Vor dem Update hat diese Karte nur ungefähr 3% mehr an Schaden verursacht. Wie viel Schaden diese Karte jetzt jedoch verursacht, das schauen wir uns einmal an. Hierfür haben wir uns entschieden, das Lancaster zu benutzen mit normaler Munition. Das Lancaster wurde komplett gereinigt, damit auch keine Werte verfälscht werden, wurden alle anderen Fähigkeitskarten deaktiviert. Wir werden jetzt als erstes einmal einen Körpertreffer machen, um zu schauen, wie viel Grundschaden wir doch haben. Und hier kann man jetzt sehen, dass ich ungefähr 40% an Schaden erlitten habe. Jetzt wird die Fähigkeitskarte auf kurzer Sicht aktiviert und ich bekomme wieder einen Körpertreffer. Nun können wir sehen, dass ich jetzt um die 51% an Schaden erlitten habe. Und das ist auf jeden Fall eine Menge. Das sind insgesamt 11% an mehr Schaden, die ich mit dieser Fähigkeitskarte auf kurzer Sicht verursache. Und hier ist es zu beachten, dass man auf kürzerer Entfernung mehr Schaden verursacht, wenn die Gegner weiter entfernt sind, weniger Schaden verursacht. Und da schauen wir uns jetzt natürlich einmal an, wie es aussieht, wenn ich etwas weiter weg bin. Stehe ich etwas weiter weg und bekomme dann einen Körpertreffer, stellen wir fest, dass ich jetzt 28% an Schaden erlitten habe.
Unser Grundwert war natürlich 40% und somit haben wir hier satte 12% an weniger Schaden erlitten. Im Großen und Ganzen würde ich diese Karte jetzt auf jeden Fall allen Leuten, die im Nahkampf unterwegs sind, empfehlen, denn diese Karte macht enorm viel Schaden. Jedoch solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, dass ihr deutlich weniger an Schaden verursacht, wenn ihr eher auf der Distanz kämpft. Und weiter geht's mit der nächsten Karte. Und hier handelt es sich um die Karte Galgenfrist. Und diese Karte hatte schon vor dem Update einen enormen Schadenseffekt und ich fand diese Karte schon richtig gut und stark. Jedoch eine Just-for-Fun-Karte. Aber diese Karte wurde jetzt noch weiter verstärkt. Und wie viel Schaden diese Fähigkeitskarte jetzt verursacht, das schauen wir uns einmal an. Die Karte sorgt ja dafür, dass wenn ihr einen Gegner mit dem Lasso gefangen habt, dieser stetig Schaden erleidet. Hierfür ist aber zu beachten, ihr dürft euren Gegner nicht festbinden. Sobald ihr diesen festgebunden habt, wird dieser keinen Schaden mehr erleiden. Das heißt, einfach nur Lasso drum schmeißen, dann werdet ihr sehen, dass das Lasso um seinen Hals geht und dieser dann gewürgt wird. Und hier kann man das Ganze jetzt beobachten. Man sieht enorm viel an Schaden. Das Ganze hatte ich natürlich schon mal getestet und das alte Video vor diesem Update werde ich euch jetzt oben rechts verlinken. Und weiter geht's mit der nächsten Fähigkeitskarte und dabei handelt es sich um die Karte, was dich nicht umbringt. Deine Gesundheit regeneriert sich schneller und fängt wesentlich früher an sich zu regenerieren, nachdem du Schaden erlitten hast. Und diese Fähigkeitskarte ist jetzt seit dem Update deutlich besser geworden. Wir werden jetzt viel früher Leben regenerieren und haben noch zusätzlich einen Bonus-Lebenseffekt. Das bedeutet, wir werden jetzt in größeren Sprüngen Leben regenerieren. Und somit ist diese Karte jetzt seit dem Update wieder interessant geworden. Denn vor dem Update war diese Fähigkeitskarte nicht so stark und ich habe da wirklich keinen Nutzen drin gesehen. Aber jetzt kann man sich das Ganze nochmal überlegen. Und weiter geht's mit der nächsten Fähigkeitskarte. Hier haben wir die Karte Kaltblütig. Nach dem Töten eines Gegners stellst du über 3 Sekunden hinweg an Gesundheit wieder her. Und hier wurde einfach nur eine kleine Änderung vorgenommen. Hier haben sie von 5 Sekunden das Ganze auf 3 Sekunden runtergeschraubt. Vorher konnten wir insgesamt 5 Sekunden lang Leben regenerieren und jetzt sind es halt nur 3. Im Großen und Ganzen immer noch eine sehr gute Karte und ich kann euch auch weiterhin empfehlen, diese Karte in eurem PvE God Mode Set zu nutzen. Und weiter geht's mit der Fähigkeitskarte Leben für den Kampf. Du regenerierst mit der Zeit langsam Data wieder her. Und diese Fähigkeitskarte ist jetzt seit dem Update auch etwas besser geworden. Wir regenerieren jetzt etwas schneller an Dead Eye wieder her. Hier werde ich euch für natürlich oben rechts ein Video verlinken, wo ich das Ganze schon vor dem Update getestet habe. Und jetzt nach dem Update kann man sehen, dass ich hier schon etwas schneller an Dead Eye regeneriere. Aber trotzdem würde ich sagen, ist diese Karte immer noch für mich absolut sinnlos. Eventuell kann man die hier als Jäger sehr gut nutzen. Wenn man als Jäger unterwegs ist und man eine ganze Weile nichts macht, einfach auf der Lauer ist, wird man hier natürlich etwas an Data regenerieren mit der Zeit. Aber für alle Leute, die gerne PvE oder PvP betreiben, sehe ich hier auf jeden Fall keinen Nutzen und spreche daher auch keine Empfehlung für diese Fähigkeitskarte aus. Denn man muss beachten, man gibt natürlich $900 dafür aus, wenn man diese ausbaut. Und somit geht's weiter zu einer etwas interessanteren Änderung der Karte Reiter, also Horseman. Auf Stufe 3 habe ich diese Karte. Diese verursacht jetzt seit dem Update viel mehr Schaden als vorher. Vorher hatten wir mit dieser Fähigkeitskarte einen Schadenseffekt von 3% und wie es jetzt aussieht, das schauen wir uns einmal an. Hierfür machen wir jetzt wieder erstmal den Standardschuss, einmal ohne Schadenskarten und da kann man wieder sehen, mit dem Lancaster normale Munition komplett gereinigt, erleide ich hier wieder meine 40% an Schaden. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an mit aktivierter Fähigkeitskarte. Und hier können wir jetzt feststellen, dass ich insgesamt 50% an Schaden erlitten habe. Das bedeutet, jetzt sind es 10% mehr an Schaden. Vorher waren es 3%, jetzt sind es 10%, also haben wir hier eine Steigerung von 7%. Und das ist auf jeden Fall eine Menge und somit wird diese Karte Horseman für alle Leute, die gerne reiten, jetzt wieder interessant. Und weiter geht's mit der nächsten Fähigkeitskarte. Morgen ist auch noch ein Tag. Und hier wurde eine kleine Änderung vorgenommen. Während du rennst, erleidest du wesentlich weniger Schaden durch Kugeln.
Hier gab es einen kleinen Bug, während du gerannt bist und dann in die Deckung gegangen bist, hast du immer noch weniger Schaden erlitten. Und das wurde jetzt gefixt, seid ihr jetzt nach dem Rennen in Deckung, werdet ihr dort nicht mehr diesen Schutz haben. Somit deaktiviert sich diese Fähigkeitskarte sofort, wenn ihr in Deckung seid. Also eine etwas kleinere Änderung, so gesehen wurde hier nur eine Anpassung durchgeführt. Und jetzt geht's weiter mit einer Fähigkeitskarte, die wieder für alle Reiter unter euch sehr interessant geworden ist. Reite wie der Wind. Wenn du auf dem Pferd Schaden verursachst oder erleidest, regeneriert dein Pferd einen Großteil dieses Schadens als Gesundheit und Ausdauer. Diese Fähigkeitskarte war vor dem Update schon ziemlich gut, ist jetzt aber noch stärker geworden. Und wie stark, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hier können wir jetzt sehen, dass mein Pferd schon keine Ausdauer hat und ich auch schon hier angeschossen werde, wieder mit dem Lancaster-Gewehr, normaler Munition und komplett gereinigt. Wenn ich jetzt zurückschieße mit aktivierter Fähigkeitskarte, können wir sehen, dass wir hier um die 12 bis 15% an Leben unseres Pferdes regenerieren und zusätzlich natürlich noch die Ausdauer. Und hier 12 bis 15% ist auf jeden Fall eine Menge und somit ist diese Karte eigentlich nicht wegzudenken, wenn man ausschließlich mit dem Pferd kämpft. Auf jeden Fall eine Fähigkeitskarte, die jetzt seit dem letzten großen Update eine Wucht geworden ist. Eine Fähigkeitskarte, die auf jeden Fall eine Empfehlung von mir ist. Das war's jetzt auf jeden Fall mit den Fähigkeitskarten. Jetzt gibt es erstmal nochmal eine wichtige Information, die auch noch zu beachten ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Belohnungen, die ihr mit euren Outlaw Pass freischaltet. Diese Belohnungen habt ihr vorher immer automatisch bekommen und jetzt ist es etwas anders. Jedes Mal, wenn ihr jetzt eine Belohnung freigeschaltet habt in eurem Outlaw Pass, so wie zum Beispiel gratis Gold oder Geld, müsst ihr diese einmal unter Angebote und Belohnungen freischalten. Dafür drückt ihr einmal die Optionstaste, geht auf Vorteile und könnt dann hier in der Mitte unter Angebote und Belohnungen die ganzen Coupons, sage ich mal, einlösen. Und hier ist jetzt zu beachten, dass manche dieser Coupons ein Ablaufdatum haben. Manche sind bis zum 31. März 2020 gültig und manche wiederum nur bis Januar. Also solltet ihr das Ganze hier im Blick behalten und diese Coupons rechtzeitig einlösen, bevor diese verfallen. So, das war jetzt auf jeden Fall einmal kurz die wichtigsten Änderungen des Moonshiners Update zusammengefasst und jetzt geht's weiter mit dem Winter- bzw. Weihnachts-Update. Und hier als erstes einmal, es schneit im Wilden Westen. Ja, es ist weihnachtlich in Red Dead Online, die Stimmung ist angenehm und ich find's echt korrekt, dass es jetzt wie in GTA auch in Red Dead Online schneit. Leider finde ich es hier schade, dass man keine Schneeballschlacht machen kann, das Ganze können wir in GTA machen. Und vielleicht wird uns das Ganze früher oder später auch in Red Dead Online erwarten. Es sei denn, es gibt die Möglichkeit und ich kenne diese noch nicht. Falls es so ist, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare einmal rein. Dann haben wir jetzt hier noch im Lager einen Tannenbaum stehen. Und unterm Tannenbaum ist diese wundervolle Kiste. Manch einer dachte, das wäre jetzt eine Geschenkekiste. Da gibt es irgendwelche Geschenke drin für uns. Nein, das ist unsere stinknormale Truhe, Leute. Also kann ich hier auf jeden Fall eine kleine Entwarnung geben. Und das sind keine Gratisgeschenke. Aber es wird noch Gratisgeschenke geben, dazu kommen wir auch gleich. Vorher schauen wir uns hier noch einmal unsere Schwarzbrennerei an. Die ist jetzt natürlich geschmückt und passt dann natürlich auch zum Thema Weihnachten. Nichts Besonderes, man kann hier nicht großartig irgendwelche anderen Sachen machen oder interagieren. Es ist einfach alles optisch jetzt ein bisschen weihnachtlicher und etwas gemütlicher hier. Das waren jetzt auf jeden Fall die optischen Änderungen, aber wir haben noch mehr bekommen. Wir haben einige neue weihnachtliche Showdown-Modis bekommen. Und zwar handelt es sich dabei um Spoils of War, Up in Smoke und Overrun in einer weihnachtlichen Stimmung. Jetzt ist es einfach nur verschneit. Und alle PlayStation 4 Spieler haben noch die Möglichkeit, Gunrush, Make It Count und Last Stand in einer exklusiven Variante, in einer exklusiven Holiday-Variante, sage ich mal, zu spielen, wo das Thema Weihnachten noch mehr im Vordergrund steht. Dort schneit es dann auch, dann haben wir ein paar Lebkuchenmännchen da rumstehen und einige Zuckerstangen. Also im Großen und Ganzen ist es immer noch der stinknormale Showdown-Modus, einfach nur mit einem weihnachtlichen Flair. Ist jetzt meiner Meinung nach auf jeden Fall keine gravierende Änderung. Aber ist es auf jeden Fall ziemlich cool und gemütlich, was soll ich sagen, so ist es halt. Und jetzt kommen wir zu einigen Gratisgeschenken, die jeder bekommt, wenn er zwischen dem 13. Dezember und dem 6. Januar Red Dead Online spielt. Und das ist auf jeden Fall eine Menge.
Hier bekommen wir einmal die 3000 Club XP, womit ihr euer Outlaw Pass auf jeden Fall deutlich leveln werdet. Dann gibt es 200 gratis Red Dead Online Dollar, eine Ladung Vorräte, eine Waffenkomponente eurer Wahl, eine Schatzkarte, eine Maische-Nachfüllung für die Schwarzbrennerei sowie 30% Rabatt auf einen Stellplatz im Stall. Und das alles nur fürs Einloggen zwischen dem 13. und dem 6. Januar. Also auf jeden Fall mal beachten und sich mal zwischendurch doch mal einloggen, falls ihr jetzt Red Dead beiseite gelegt habt. Des Weiteren gibt es für jeden, der zwischen dem 31. Dezember und dem 6. Januar Red Dead Online spielt, 1000 XP für jede Rolle als Belohnung. Das heißt hier einfach fürs Einloggen 1000 XP für den Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler oder Sammler. Also lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die sich die Rolle jetzt gerade erst gekauft haben. Habt ihr euch jedoch den Schlachtertisch noch nicht gekauft, dann solltet ihr das Ganze jetzt eventuell machen, denn es gibt den Schlachtertisch jetzt 5 Goldbarren günstiger. Des Weiteren gibt es 25% Rabatt auf den mittelgroßen Lieferwagen, die Kopfgeldvariante des Schofield-Revolvers und die Sammlervariante des Lancaster-Repetiergewehrs. Alle Angebote gelten bis zum 6. Januar. Und jetzt kommen wir zu einem Bonus, den ihr euch bald sichern könnt. Dafür müsst ihr einfach nur eins beachten. Ihr müsst euch zwischen dem 23. und dem 25. Dezember einmal in Red Dead Online einloggen. Dann gibt es jede Menge gratis Geschenke für euch. Einmal die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte. Hier sieht man das Ganze schon im Bild. Und ich finde das Ganze hier auf jeden Fall richtig geil. Optisch macht es echt was her. Ich bin echt gespannt, wie es dann im Spiel selber aussieht. Dann gibt es 30 mal die Flintenbrandschrot, 100 mal Flintengeschosse, 10 mal Großwildfleisch mit Thymian, 10 mal fettes Vogelfleisch mit Ackerminze, 20 Karotten, 20 gemischte Kekse, 50 Süßigkeiten, 10 gute Brandys, 10 Spezial-Wundertonikas, 20 mal hochexplosive Brandsätze sowie 2 mal Bachpflaumen und 2 mal Agarita, die ihr dann für eure Schwarzgebrannt natürlich auch nutzen könnt. Und wie gesagt, hier die Brandschrotgeschosse wieder mal gratis. Rockstar bombardiert uns ja in letzter Zeit hier mit gratis Brandschrot, gratis Explosivmuni. Und ja, was soll ich sagen, ich finde das Ganze hier nicht so vorteilhaft, denn es läuft mittlerweile jeder zweite mit Explosivmunition in der Lobby rum. Und ja, macht da einen auf großen Macker mit. Also sollte hier meiner Meinung nach Rockstar hier das Ganze mit Thema Explosivgeschossen einfach mal einen Tick runterschrauben. Und dann kommen wir hier nochmal zum Thema Madame Nazar. Das Ganze ist interessant für alle Sammler unter euch. Momentan gibt es ja noch die Nachtwache-Sammlung. Diese besteht aus dem Pilger, Mondsteinring, einmal Blauregen und einem Habichtei. Jetzt kommen noch einige weitere Sammlungen in den nächsten Tagen auf uns zu. Zwischen den 24. und dem 30. Dezember können wir die Festmahlsammlung bei Madame Nazar abliefern. Diese besteht dann aus einem Gänseei, Cognac und fettes Vogelfleisch mit Thymian. Und zwischen dem 31. und dem 6. Januar haben wir dann die Neujahrssammlung. Diese wird bestehen aus dem Ass der Stäbe, einem Scotch Whisky und die Platin-Taschenuhr. Also was das Thema Madame Nazar und wöchentliche Sammlungen angeht, werden wir hier auf jeden Fall was zu tun haben. Und dann gibt es nochmal einen Bonus für alle Twitch Prime Abonnenten unter euch. Alle Spieler, die ihr Social Club Konto mit dem Twitch Prime verknüpft haben, erhalten eine Sammlertasche kostenlos. Des Weiteren gibt es eine Verbesserung für eure Destille. Da gibt es einmal das polierte Kupfer noch zusätzlich obendrauf. Absolut kostenlos. Also falls ihr doch Twitch Prime habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall einmal abstauben. Das waren jetzt auf jeden Fall alle Verbesserungen und Verschlechterungen oder ich sag mal, das war jetzt auf jeden Fall eine große Update-Zusammenfassung und jetzt gibt's nochmal abschließend meine Meinung. Ich kann euch nur eins sagen, Red Dead Online ist momentan verbuggter denn je. Ich habe bisher, seitdem ich Red Dead Online spiele, noch nie so viele Bugs gehabt, so viele Black Screens, unendliche Ladezeiten und. Die aktuell mir bekanntesten Bugs sind unter anderem, dass in der Schwarzbrennerei all eure Flaschen, euer selbstgebranntes, komplett wegspawnt und verschwindet. Somit ist euer Geld futsch und alle Flaschen sind futsch. Ihr könnt praktisch wieder neu anfangen. Dann ist es, dass wenn ihr einen Verkauf startet, ihr plötzlich mal ein Ladebild habt, ein Blackscreen, der gar nicht mehr aufhört und somit ist eure Ware auch futsch. Ab und zu kann es sein, dass eure Truppmitglieder draußen die Kutsche spawnen sehen. Diese können sie dann wegbringen und dann bekommt ihr trotzdem im Nachhinein die Kohle gutgeschrieben. Aber so lange müsst ihr im Blackscreen verharren.
Dann habe ich vom Bugs gehört, dass manche Leute ihr Erscheinungsbild nicht ändern können, urplötzlich auch ein unendliches Ladescreen haben. Also es gibt momentan Fehler über Fehler und ganz besonders ist davon die Schwarzbrennerrolle betroffen. Und das ist wirklich traurig, denn wir haben mit den Moonshiner praktisch diese Schwarzbrennerrolle bekommen und dann haben wir dort Probleme, das überhaupt zu zocken. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, was sehr viele Leute haben und deswegen wird der Schwarzbrenner gerade auch so gut wie gar nicht gespielt. Ich werde euch auf jeden Fall den ultimativen Schwarzbrenner-Guide noch bringen. Da werde ich euch die besten Tipps und Tricks zum Schwarzbrenner, zum Thema Geld machen noch zeigen, aber erst wenn das Ganze gepatcht ist. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wann wird das Ganze gepatcht, wann wird Red Dead Online wieder flüssig laufen? Da kann ich euch sagen, uns wird wahrscheinlich jetzt erstmal eine verbuggte Zeit erwarten, denn momentan sind die ganzen Feiertage und ich glaube nicht, dass da sehr viele Mitarbeiter noch an diesem Spiel arbeiten werden. Also können wir hier jetzt erstmal, ich sag mal, uns zurücklehnen und abwarten und abwarten und abwarten. Wahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr wird dann Red Dead Online endlich wieder ein bisschen besser spielbar sein. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall und wenn ich doch den ein oder anderen helfen konnte, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.